hat es sich tatsächlich ausgetanzt. Seit Wochen halten sich diese Gerüchte hartnäckig, zwischen Valentina Pade, 27, und Rurik Gislason, 33, soll es während ihrer gemeinsamen Zeit bei Let's Dance heftig gefunkt haben. Auch nach der Produktion wurden die GZSZ-Darstellerin und der ehemalige Profikicker immer wieder sehr vertraut zusammengesehen. Bestätigt haben die zwei eine Beziehung nie und dazu wird es offenbar auch gar nicht erst kommen. Trennung bei Valentina Rurik. Dass die Hobbytänzer ab sofort getrennte Wege gehen sollen, will die Bild-Zeitung jetzt erfahren haben. Vor einer Woche soll der Isländer den Schlussstrich gezogen haben. Angeblich ist Eifersucht der Grund für das plötzliche Liebesaus. Dem Bericht zufolge soll die Trennung offenbar endgültig sein. Rurik habe vor, seine Sachen in den kommenden Tagen aus Valentinas Berliner Wohnung zu holen. Valentina cancelt Auftritte der Let's Dance Tour. Ein ziemlich schlechtes Timing für eine angebliche Trennung, denn immerhin sind die Show-Finalisten aktuell mit den anderen Let's Dance Stars auf großer Tour durch Deutschland. Allerdings gab Valentina vor mehr als einer Woche bekannt, dass sie verletzungsbedingt aussetzen muss. Eine Rippe mache ihr Probleme, ihr Arzt habe ihr dringend davon abgeraten, weiter zu tanzen. Doch waren die gesundheitlichen Beschwerden der einzige Grund für ihre Pause.